Es geht heiß her schon vor dem Start zur Königsetappe der Oststeiermark Radjugendtour. 34 Grad im nicht existierenden Schatten am Stadtrand von Weiz. Die Bezirksstadt mit ihren vielen Industrie- und Gewerbebetrieben ist zum ersten Mal Gastgeber der Tour. Eine von insgesamt 9 Gemeinden, die in der Oststeiermark die jungen Rennfahrer zu Gast hat. Knapp 60 Kilometer stehen auf dem Programm mit einem sehr anstrengenden zweiten Etappenteil auf dem Weg ins hochgelegene Ziel in Miesenbach. Unverändert an der Spitze der Gesamtwertung nach 2 Tagessiegen der junge Holländer Caspar van Uden, der seinem Betreuer, er fährt nämlich für ein belgisches Team, bisher viel Freude bereitet hat. I think Caspar is the class from the win, the stage and the tour, but maybe not all the jerseys. I think the yellow jersey and the green jersey is possible, but the jersey from the climbs is, I think, not possible. Die Österreicher mit 3 Teams am Start haben bisher noch nicht die Ziele nach einem Top-10-Platz umsetzen können. Vielleicht klappt es ja heute. Paul Buschek vom Nationalteam, was hat sich denn euer Sextett heute für diese schwere Etappe vorgenommen? Ich glaube, man muss schauen, dass man in den Platzierungen ein bisschen weiter nach vorkommt, ne? Ja, es ist auf jeden Fall heute die schwerste Etappe, da es sehr viele Höhenmeter zu überwinden gibt. Und wir nehmen uns halt vor, dass einige Fahrer bei uns bei Attacken mitgehen und vorne in der Spitze halt dabei sind. Und der Team Waffler geht eben auf die Sprintwertungen und schauen, dass ihm da einer hilft. Jeder Mann, jede Frau hat so ihre Prioritäten im Feld. Für die beiden Juniorinnen im Mixteam geht es vornehmlich darum zu zeigen, dass auch der Damenradsport hierzulande deutliche Fortschritte gemacht hat. Immerhin gar nicht so wenig Burschen haben die beiden Mädchen schon abhängen können. Ja, eigentlich geht es mir noch ziemlich gut und ich bin schon gespannt auf heute. Ich fühle mich ziemlich wohl im Feld von den Burschen. Grundsätzlich die Burschen, die Jungs sind überhaupt kein Problem. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie, man sich auch die ausschließen oder so. Also es ist überhaupt nicht ungut zum Fahren. Eigentlich ganz im Gegenteil, es ist viel ruhiger als teilweise die Mädelsrennen. Also ich fühle mich eigentlich nicht so schlecht. Auch diese Herrschaften haben mit dem Gesamtsieg nichts zu tun, aber so findet man vielleicht leichter den Weg von Weiz hinaus in Richtung Etappenziel. Dann aber wird's ernst und wie schon in den letzten Tagen wird im Feld ein hohes Tempo eingeschlagen. Den ersten Sprint in Anger nach 15 Kilometer sichert sich zur Abwechslung ein Rennfahrer aus Estland vor dem gesamtführenden Van Uden. Und dann doch das erhoffte Lebenszeichen der heimischen Fahrer. Thomas Hollegger, der Steirer aus dem Regionalteam, darf einige Kilometer einmal solo an der Spitze fahren. Dann der nächste Sprint um Punkte und Zeitgutschriften in Birkfeld. Gelb vor Grün, das heißt im Klartext Tom Lindner im Punktetrikot vor dem Gesamtführenden aus Holland. Das deutsche Nationalteam, das in der Mannschaftswertung klar voranliegt, schickt nun einen ihrer Spitzenfahrer solo auf die Reise. Auf dem langen, fast 9 Kilometer langen Anstieg zur ersten Zieldurchfahrt in Miesenbach kann Straßenmeister Tom Lindner zwischendurch fast eine Minute Vorsprung herausfahren. Da fehlen sogar nur mehr einige Sekunden, um ins Führungstrikot zu schlüpfen. Aber es beginnt zu regnen. Niemand im Feld ist wirklich darauf vorbereitet und der Rennverlauf wird auf den Kopf gestellt. Spitzenreiter Lindner stürzt, wie auch viele andere Fahrer. Er verliert Zeit und fällt zurück ins Hauptfeld. Ein zweites Mal wird dieser schwere Anstieg nach Miesenbach gefahren, diesmal im strömenden Regen. Knapp 30 Fahrer bleiben bis zuletzt knapp beisammen und dann hat ein Luxemburger im Zielsprint die größten Reserven. Jan Gleider, der Straßenmeister seines Landes, gewinnt vor dem deutschen Prologsieger Michael Hessmann. Der Holländer Caspar van Uden kann auf Rang 8 seine Gesamtführung behaupten. Und trotz zweier Stürze schaffen es die Österreicher Riegler und Kabas auf die Ränge 21 und 23. Nicolas Riegler, ich glaube, ein überraschendes Finish, dass es im Finish heute so zu regnen beginnen wird, hat kaum jemand gedacht. Das hat ja das ganze Rennen fast auf den Kopf gestellt. Ja, also es hat, glaube ich, keiner mit Regen gerechnet und ich habe dann auch eben die falschen Laufräder gehabt. Ich bin mit Carbon-Laufrädern gefahren und die Abfahrten waren ziemlich gefährlich. Es hat auch ziemlich viele Stürze gegeben und dadurch, also deswegen war es nur mehr überraschend, dass ich heute so gut war, weil ich eben bei nassem Wetter eigentlich nicht so gut bin, wie wenn es warm ist. Also insofern sogar für dich ein achtbares Ergebnis, auch wenn es der Top-10-Platz nicht geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Mir hat dann eben nur zum Schluss die letzten 500 Meter ist mir einfach die Kraft ausgegangen. Aber ich sehe, ich bin heute mit den Besten mitgekommen und vielleicht geht morgen noch mehr als wie heute.
Für seine tapfere Fahrweise wird Thomas Hollegger vom Regionalteam mit dem Titel aktivster Österreicher belohnt. Thomas Hollegger aus Trafeiach hat heute doch eine gewisse Auszeichnung erfahren. Es ist das Trikot des aktivsten Österreichers. Kannst du dir vorstellen, warum du heute dieses Trikot überreicht bekommen hast? Ja, also im Feld bin ich am Anfang gar nicht zurechtgekommen. Und weil ich ja schon einen sehr großen Zeitrückstand gehabt habe, habe ich mir gedacht, lassen Sie mich sicher fahren. Habe ich attackiert und dann war ich 5 Kilometer draußen. Haben mich zwar wieder eingeholt, aber das rote Trikot habe ich und das ist super. Wie schwer war denn die heutige Etappe? Ja, also durch den Regen und durch die vielen Höhenmeter war es extrem zart. Vor allem, weil ich habe so Kreuzprobleme und deswegen bin ich froh, dass ich gerade da so stark aufzeigen habe können. Letzte Möglichkeit für die Österreicher, doch noch ein gutes Tagesergebnis bei diesem schweren Jugendrennen zu schaffen, gibt es morgen auf der Schlussetappe von Passail nach Bad Waltersdorf. Mit fast 90 Kilometern das längste Teilstück, freilich ohne wirklich schwere Anstiege, so wie in den letzten Tagen.